Bereits seit einiger Zeit fahren auf deutschen Straßen Busse des chinesischen Herstellers Zhongtong. Das Unternehmen zählt in China zu den großen Busherstellern. Etwa 10.000 Fahrzeuge verlassen jährlich die Produktionshallen. Der deutsche Importeur ist die ZT Bus AG mit Sitz in Münnerstadt. Bevor wir aber den Bus im Detail vorstellen, hier ein erster Überblick. Zum ersten Mal überhaupt kam ein Bus zum Test der Fachmagazine Omnibus Revue und Busfahrer, welcher nicht nur in China gefertigt wird, sondern auch dort entwickelt wurde. Äußerlich macht der Bus eine gute Figur. Glatte, großflächige Seitenscheiben, die natürlich doppelverglast sind, dazu eine modern wirkende Front mit schmal geschnittenen Scheinwerfern und in Wagenfarbe lackierten Außenspiegeln. Die Spiegelsicht für den Fahrer ist okay, wenngleich nicht perfekt. Interessant aber ist der Preis für einen kompletten Ersatzarm. Den bekommt man nämlich für unter 300 Euro. Eine moderne Optik findet sich auch am Heck. Gut hat uns die große Matrixanzeige gefallen. Die Rückleuchten sind derzeit noch mit konventionellen Glühlampen bestückt, doch der Einsatz von LEDs dürfte wohl nur noch eine Frage von wenigen Monaten sein. Angetrieben wird der Sunny City NF von einem 6-Zylinder Cummins mit einem Hubraum von 6,9 Litern. Das ergeben dann 285 PS, welche sich im Test als vollkommen ausreichend erwiesen. Typisch chinesisch ist dieses Feuerlöschsystem. Daneben sitzt zusätzlich eine Brandmeldeanlage inklusive Temperaturanzeige vorn beim Fahrer. Zum Erreichen der Euro 5 oder EEV-Abgasnorm benötigt der Cummins AdBlue. Der Tank dafür sitzt hinten links. Genau auf der anderen Seite, nämlich rechts hinter der zweiten Achse, befindet sich der Dieseltank. Schön wäre, wenn der Tankvorgang künftig für beide Betriebsstoffe von nur einer Seite aus möglich wäre. Eingestiegen wird durch zwei doppelflügelige Innenschwenktüren, deren Mechanik wirkt auf den ersten Blick etwas rustikal. Das ist sie auch, dennoch das einfache Druckluftsystem funktioniert tadellos. Im Innenraum dominieren klare Strukturen und ein heller Gesamteindruck. Die Stadtbussitze sind durchaus bequem. Schön sind die Kopfschoner. Die waagerechten Haltestangen sind recht hoch angebracht. Griffe schaffen Abhilfe. Zudem lässt sich hier Werbung einlegen. Ein nettes Detail ist der mit einem Stahlseil fixierte Nothammer. Klauen nicht möglich. Letztlich unterscheidet sich der Innenraum von seinen Mitbewerbern nur in Details. Insgesamt aber besteht er den Praxistest. Einen Bus chinesischer Herkunft erkennt man in der Regel stets am unvollkommenen Fahrerarbeitsplatz, anders der Sunny NF. Hier hat der Hersteller genau auf die Vorgaben des deutschen Vertriebspartners gehört und nur feinste Komponenten verbaut. So findet sich hier ein VDV-Cockpit neuester Bauart. Schalter und Bedienelemente wurden auf das absolut Notwendige reduziert. Zudem sitzen sie dort, wo sie gut erreichbar sind und auch die Überkopfbedienung wirkt stimmig. Lediglich die Geräteeinpassung ist derzeit noch etwas unsauber. Der Fahrer kann sich über einen Markensitz von Gramma freuen, den gibt's natürlich, wie fast alles, was hier gezeigt wird, serienmäßig. Wie aber fährt sich der Zhongtong Sunny NF? Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Niederflurbus mit entsprechend tiefem Schwerpunkt. Geschaltet wird serienmäßig mit dem topaktuellen Automatikgetriebe ZF EcoLife. Die Schaltungen erfolgen butterweich, was sowohl beim Beschleunigen als auch für Verzögerungsfahrten gilt.
Wirklich überrascht hat uns der Testverbrauch. 45 Liter Durchschnittsverbrauch bei hartem Berliner Innenstadtverkehr sind bisher unser bestes Testergebnis. Alle Achtung, dieser Wert muss erstmal unterboten werden. Dazu kommt eine ausgezeichnete Straßenlage. Auf dem ADAC-Fahrsicherheitsgelände im brandenburgischen Linte machte der Sunny NF eine sichere Figur. Auf der Lkw-Kreisbahn blieb der Bus bis weit über Tempo 40 spurstabil und neigte kaum zum Ausbrechen. Das gilt auch für den Handlingkurs, auf dem auch der gesamte Aufbau des Sunny keine größeren Wankbewegungen erkennen ließ. Alles in allem hat Zhongtong mit dem Sunny NF realistische Chancen, auch auf dem westeuropäischen Busmarkt Fuß zu fassen. Grundsätzlich ist das Fahrzeug bereit, auch wenn an so mancher Ecke noch ein wenig nachgebessert werden sollte.